Zieh das mal an. Ja, genau, läuft. Dann müssen wir hier kurz ein bisschen was abkrabbeln jetzt mal, ne? Jetzt haben wir eigentlich Materialfutter noch dabei. 13 von denen ein paar. Okay. Dann machen wir uns kurz ein bisschen was. Und das. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Kaninchenfood. So, mitnehmen. So, nochmal. 1, 2, 3. So, und nochmal. Dann müssen wir unseren Vorrat haben. So, jetzt können wir gehen. Da gibt's ja noch zufällig was. Ah doch, sie hat was. Perfekt. Sehr schön, dankeschön. Und da? Oh, jetzt nur noch ein bisschen Hähnchenfleisch. Dankeschön. Dürft ihr jetzt mal daneben kriegen, ist trotzdem. Saugeil. Da waren die Hasen, ne? Nö, sie hat nix. Die erwischt die Viecher, nee. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ja, komm, landen Sie bitte, dankeschön. Ja, jetzt ein bisschen streicheln, genau, durch die Kopfbedeckung durch. Läuft. Wir sind Hals. Auch gut. Na, wir sind Hals. Gut, gut, gut. Okay, nö, dann gehen wir. Müssen wir einfachere Opfer finden. Aber die Sachen respawnen die ganze Zeit, also kannst du es so übelst durchgrinden, das ist krank. Danke. Heißt aber, wir könnten unten die Kanickel jagen und die anderen vier sind irgendwie ein bisschen schwerer zu kriegen. Nee, da. Siehst du es nicht? Genau. Verarsch mich doch nicht. Greif an! Jo, läuft, dankeschön. Komm, drop it. Drop it like a tart. Drop it like a tart. Kaninchenfleisch. Attacke! Die hat's nicht erwischt. Uff. Da kommt dann dauernd was raus und verschwindet wieder. Müssen wir kurz zurückgehen? Wir brauchen ein bisschen Food. Komm, gönn dir. Nice. Hallo? Ja, ich weiß nicht, ob man uns zum Bahnhof bringen soll. Wollen wir das noch bitte kurz? Dankeschön. Dann gehen wir einfach mal. Dann geht es wahrscheinlich später dann weiter. Weil da oben ist ja dann Sackgasse.
Schnell! Gönn dir! Los, Tweety! Doch, Kacknoob. Mensch, Vogel. So wird es nichts mit deinem Fleischkonsum. Okay, jetzt bin ich jetzt aber assi. Ich hab's respawnen der ganze Zeit. Das ist nämlich jetzt scheiße. Das wäre jetzt echt Käse. Wolfenstein, bist du's? Nichts gegen das Grinden, aber das ist jetzt alles. Das wird für Käse. Okay. Boah, Alter, das ist ein Abgaswerte, Mann. Krasser Scheiß. Ah, wir haben da unten denn. Hallo. Ah, warte mal, wir haben gesprochen. Ah, da bist du wieder. Da, meine kleine Meisterin. Und du hast mir meine Hornmelone mitgebracht. Aber ich bin gerade mit Magie beschäftigt, also tu mir bitte einen Gefallen. Nimm diese Impulsgranate und lass deine Falkendame über die Parzelle des Bauernhofs fliegen. Auf diese Weise kann sie den Schutt aus dem Weg räumen. Sobald das erledigt ist, kannst du die Melonen anpflanzen und etwas Süßes darauf. Okay. Hol die Stärkanale aus dem Inventar, drücke T, um den Inventar zu öffnen. Dahin, okay. Opfer mal halt den Vogel, scheiß drauf. Cool. Sprich mit dem Mitglied des Widerstands. Was habe ich gesagt, Anna? Im Bauernhof steht krasses Befahr. Mit richtigen Rezepten und richtigen Zutaten lassen sich Hornmelonen gut nutzen, um einen Falken um mehr Widerstandskraft gegen Verletzungen zu geben. Du sollst übrigens meinen Freund Ahsoka in der alten verlassenen Stadt südwestlich von hier besuchen. Er ist ein bisschen seltsamer, aber kein schlechterer Mensch. Ahsoka stellt Ausrüstung für kleine Tiere her. Und ich weiß, dass es dich freuen würde, deine Falken kennenzulernen. Ah, okay. Dann pflanzen wir mal das und pflanzen wir mal das. Können wir sonst noch irgendwas pflanzen? Weil, vielleicht gibt es irgendwo nochmal, wir haben zwei Impulskanäle mitbekommen, also, ne? Da kommen wir dann rein. Ah, so. Dann müssen wir jetzt kurz warten. Das war ich ein bisschen zu eilig. Okay, da kannst. Das ist aber nicht schlecht. Kann ich da auspflanzen? Nee, ihr haut da ganz einfach gleich. Na, seid ihr doof. Gibt's noch was? Gemüse findest du diese hier gerne als eine Weise, deine Plantage, deine heilige Jurat, Bohr für alles, was wächst. Okay. So. Wächst ja verhältnismäßig schnell, also wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen offscreen grindet das Zeug, dann geht es eigentlich echt zügig. Wenn wir unterwegs noch so ein Pflanzteil, dann war ich happy. Naja, gehen wir halt. Heißt, wir müssen jetzt da raus und in einen Weg gehen, wo wir eigentlich nicht gegangen sind.
Wenn das Ding da wieder respawnt, dann krieg ich jetzt aber einen Schreikrampf. Ist da vorne wieder, ne? Bleib einfach weg. Ah, danke schön. Reicht aus. Los, gönn dir. Brauchen Fleisch. Mensch. Nice. Und easy Genickbruch. Dankeschön. Vor allem sieht es aus wie so ein Kaninchenkopf. Ist halt auch geil. Ah ne, das war ein Hase. Habe ich falsch gesehen. Los, hol. Fein, hol die Paprika. Ja, bring her. Ja, bring her. Jo, schmeiß halt daneben. Ist okay. Ja, fahr einfach mal weiter. Wir haben ein bisschen Heilmaterial, von daher passt das ja. Okay. Speicherwagen unterhalten. Mein Bruder und ich sind verflucht. Überall, wohin wir gehen, Minen und noch mehr Minen. Ich werde noch Minen in meinem Bett finden, das schwöre ich. Oder aber in meinem Frühstück. Eines Tages werde ich meine Braut kennenlernen und in Wirklichkeit ist sie dann eine Mine. Okay. Sekunde kurz, muss ich mir kurz mal raustappen. Was ist das? So, damit er was sehe. Wunderbar. Keine Chance, da durchzukommen, hm? Was meinst du? Innisch würde hier stehen und wegen der vielen Explosionen nach Atem bringen, wenn wir irgendwas hätten, das auch nur ansatzweise wie Glück aussieht. Wo wollt ihr eigentlich hin? Ganz ehrlich, wir wissen es doch nicht. An einen schöneren Ort als diesen vermutlich. Wir hatten geplant, tiefer in der Wildnis vorzudringen. Schauen, ob es noch gutes Ackerland gibt. Ackerland? Das ist nicht wie ein Landwirtschaftssimulator in echt, ich weiß. Aber darin liegt irgendwas Besonderes, weißt du? Die Erde zu überzeugen, ihre Beute herauszugeben. Ich lehre dich dankbar anzunehmen, was dir gegeben wird. Eine Lektion, die mein dummer Bruder mal verinnerlichen sollte. Wie kommt man durchs Minenfeld? Hast du irgendeine Idee, wie man durchs Minenfeld kommt? Auf jeden Fall sollte man besser ausgerüstet sein als wir. Im Gegensatz zu Ihnen glaube ich nicht, dass es einen sicheren Weg dorthin durchgibt. Man müsste die Minen ausgraben. Vielleicht kann dein Vogel helfen, wenn du ihm Klauen zum Graben anziehst. Guter Tipp und ja. Ihr zwei klingt, als hättet ihr Probleme zu lösen. Okay, sind wir jetzt falsch? Ja, wir müssen da lang. Da hoch, da müssen zu Tantchen. Okay. Da lang. Und dann nach unten. Da lang. Uff. Komm, wie kriegt das da was ist? Lol. Ja, jetzt holen wir die Paprika. Wir sammeln noch kurz ein bisschen was. Wenn wir schon mal da sind, dann kaufen wir noch ein bisschen was. Drop it like a tart. Drop it like a tart. Dankeschön. Los, das fallen. Dankeschön. Danke. Dann müssen wir da lang. Okay. Kann man mit dem Tantchen noch reden? Warum hängst du hier bei einer alten Frau herum? Ja, okay, dann halt nicht.
Wobei, sieht eigentlich ganz gut aus. Wir behalten es mal. Verteidigung. 14% für Verbesserung der Verteidigung. Aber auch nur Overtime, oder? Okay. Heißtuch hat sie an. Das hat sie an. Wenn sie das Babyfight mit daneben oder machen. Will sie ja mal groß lassen. Okay, dann müssen wir rein. Müssen wir erstmal zur alten Stadt gelangen. Dann könnte, da ist auch was. Ja, kommen wir damit lang. Hallo. Ich glaube, wenn unser Tweety die Fähigkeit besitzt, Sachen aus dem Boden rauszugreifen, dann klappt es. Und dann muss man wahrscheinlich erstmal zu dem in die alte Stadt. Und da gibt es wahrscheinlich so einen Vogelaufsatz. Irgendwann fliegst du rum wie so ein Panzervogel, ich sehe es kommen. Ah, da kann man speichern, ist ja schön. So, gönn dir. Ist geil, ne? Das Wasser. Okay. Rezept für super Grünbrötchen. Läuft. Ja, Tweety, bleibt mal ein bisschen mal in der Luft. Ah, ich glaube, wir kommen wieder in eine gefährliche Gegend. Los, gönn dir! Das kann sich definitiv nicht verbuddeln. Oha! Ziegenfleisch. Yo, Bruder, was geht? Ja, komm, chill und land. Los, gönn dir, Tweety. Töte es. Komm, gleich hast du es. Ja, genau. Easy Genickbruch. Läuft, Bruder. Dankeschön. Alter. Ja, ist okay. Komm her. Komm her. Hast du fein gemacht. Jo. Brofist. Ja, dankeschön, dankeschön. Gell? Vor allem, wenn der Hals lang geht. So. Utz. Komm, flieg. Da ist Tweety, da müssen wir runter. Ziegenfleisch, boah. Können eigentlich unser Vogel auch so essen. Genau, perfekt. Eieiei. Ja, steck doch nein, Mann. Aua. Gut. Stirb jetzt.